In der Brücke verkündet der langjährige Vorsitzende des Hochsieler Rennvereins, Günther Lühring. Ich möchte nicht mehr kandidieren. Ich finde, es ist auch in meiner Verantwortung, zeitig dafür zu sorgen, dass so ein Verein nahtlos übergeht in jüngere Hände. Ich werde in diesem Jahr 74 Jahre alt. Immo ist 61. Für ihre langjährige und exzellente Arbeit im Verein erhalten Angelika Haag und Günther Lühring je ein Präsent als Dankeschön. Entsprechend. Herzlichen Dank. Weil wir sind ein eingetragener Verein. Danach erfolgt die Wahl des Nachfolgers von Lühring. Ich stehe zur Wahl zur Verfügung, sage ich mal so. Einstimmig votieren die anwesenden Mitglieder für Immo Müller. Der Vorstand des Vereins, Immo Müller, Timo Zippermeier und Anna Janssen. Erster bis Dritter. Wir besuchen jetzt Günther Lühring bei seinen Pferden in Kaisershof. Herr Lühring, Hochsieler Rennverein, das verbindet Sie ja jetzt wirklich schon ganz, ganz viele Jahre. Wie ist es zu dem Hochsieler Rennverein gekommen und wie lange gibt es den schon? Ja, also man muss bedenken, dass ja in früheren Zeiten die arbeitende Bevölkerung, vor allen Dingen auch auf dem Lande, ihren Feiertag genossen mit dem, was zur Verfügung war. Und da hatten wir einfach noch nicht diese gewaltigen großen Angebote. Und dann war es einfach der klassische Weg der Landbevölkerung, dass man im Sommer bei möglichst gutem Wetter sogenannte Renntage veranstaltet. Es sind ja sehr viele Reitvereine, die schon über 100 Jahre bestehen. Die heißen alle Reit- und Rennverein oder Rennverein und so weiter. Dann haben sich daraus die Reitvereine entwickelt. Aber man hat früher zur Belustigung der Leute und eben mit dem Umgang mit dem Pferd haben sich Pferderennen entwickelt, sowohl im Trab als auch im Galopp. Und ja, da muss man nicht groß vorgebildet sein. Da ist ein direkter Vergleich nebeneinander im Wettkampf und da braucht man nur bis drei zählen können, um dem etwas abgewinnen zu können. Und es fasziniert einfach die Leute, diese Kraft und Schnelligkeit dieser eleganten Begleiter der menschlichen Kulturgeschichte laufen zu sehen. Und daran haben sich die Leute sehr erfreut und gerade die Bauern, die über schnelle und gute Pferde verfügten, hatten ja ein hohes gesellschaftliches Ansehen. Und die waren dann in aller Munde und daran haben sich früher die Leute erfreut. In späterer Zeit wurde ja alles etwas verfeinert und es gab dann Spezialzuchten, wie auch den klassischen Vollbluttraber. In meiner Kinderzeit, so nannte man die, aber die Traberzucht. Und die Traber ist heute eine eigenständige Rasse. Man hat seit über 200 Jahren ganz gezielt immer die schnellsten Pferde möglichst früh in die Zucht genommen und dadurch wurden die Geschwindigkeiten, die die Pferde in der Lage waren, im Trabe zurückzulegen, haben sich ja enorm gesteigert. Ja. So Pi mal Daumen ist es so, wenn man ein Pferd von um die 1900 Wende, sag ich mal 1910 oder 20, gegen ein Pferd von 2000 laufen ließ, dann sind die Pferde heute um 400 Meter über die Rennstrecke von 2000 Meter schneller geworden. Und das nicht durch irgendwelche computergestützten Genmanipulationen, sondern es wurde gezüchtet nach menschlichem Auge, nach Sachverstand über viele Generationen. Denn die Zeitvorläufe, die sind doch sehr groß. Deshalb haben wir auch sehr unterschiedliche Rassen. Und die ganzen Pferderassen sind ja nach dem gezüchtet worden, für welchen Zweck man die Pferde nutzen wollte. Das Pferd war ja ein Nutztier, ist gezogen. Im Gebirge sind die Pferde etwas kleiner und schwerer und behäbiger. Mhm. Und der Araber in der Wüste hat natürlich ein ganz anderes Bild. Mhm. Und jedenfalls nach dem Kriege waren ja diese ländlichen Renntage ein großer Festtag für die Bevölkerung. Da schlief dann
aufgrund der hohen Aufwände ein wenig ein. Und mittlerweile waren hier bei uns in der Region einige sehr interessierte Trampolinsport-Enthusiasten, die fuhren sogar nach Hamburg. Und die waren auch sehr erfolgreich hier. Das ging alles aus von Österdicken, von der Familie Müller. H.F. Müller war eine Größe im deutschen Sport. Er war, ich glaube, viermal hat er die deutsche Amateurmeisterschaft gewonnen, hat auch einmal das deutsche Traber-Championat gewonnen gegen die Profis. Und so sind viele zu ihm gestoßen. Er hatte eine Trainingsmöglichkeit dort, hatte eine Bahn. Und da waren immer viele Leute eingeladen, mal zu trainieren. Und die fuhren dann auch nach Hamburg. Und dann hatten wir einen Tierarzt hier, Dr. Gede. Der war hier nach dem Kriege hängen geblieben sozusagen, kam aus der Nähe von Bad Doberan, wo es ja heute auch wieder eine Rennbahn gibt. Ja. Und der hatte angeregt, im Zuge der Aufspülung vom Vosslapper Watt, hier eine eigene Rennbahn zu schaffen in Huxiel. Naja, wir haben das anfangs alles für Spinnerei gehalten, aber er hat seine ganze Kundschaft mobilisiert und begeistern können. Und so gehörte ich auch zu denen und die Familie Müller und von Mitzlaff, das ist ein Sohn, Christoph von Mitzlaff, er war Bankdirektor in Wilhelmshaven. Und mit seiner Frau Maria, die hat unsere Plakate entworfen, weil sie fachlich das gelernt hatte. Und naja, da haben wir uns zusammengefunden zu einer Gründungsversammlung und haben wir tatsächlich genug Menschen auf die Beine bekommen, um einen Verein zu begründen. Mhm. Und dann hatte Dr. Gede seine ganze Kundschaft, die ja überwiegend aus Bauern, die auch Maschinen und Gerät hatten, animiert, da in Eigenleistung eine Rennbahn zu erstellen, so Pi mal Daumen, wie wir das so nach bäuerlicher Art einfach so kennen mit der Entwässerung. Denn hier ist der Hauptgegner nicht die Trockenheit, sondern die Nässe. Ja. Und darauf muss man vorbereitet sein. Und weil das eben ein aufgespültes Sandgelände war, bot sich das sehr gut an. Und so konnten wir dann in der Folge den Huxieler Rennverein gründen und dann 1982 unseren ersten Renntag durchführen. Also hat das doch fast ein Jahr gedauert, bis die Rennbahn dann wirklich fertig war? Ja, muss ja alles entwässert werden, geflügt werden, angelegt werden, Bagger. Ja. Hier Lohnbetrieb Eden, hier vom Gänseweg, Hans Eden, der hat unseren ersten Startwagen konstruiert. Alles nach Feierabend, Jürgen Eden war unser erster Geschäftsführer, was alles nicht so einfach war. Und unser erster Renntag, das war natürlich ein Riesenabenteuer. Wir haben uns alle angeschaut, was machen wir, wenn keiner kommt. Ja. Und so, wir haben uns da einiges einfallen lassen. Um die Leute nach Huxiel zu locken, hatten einen Sechsspänner organisiert aus Oldenburg, Herrn Meiners. Und so haben wir doch genügend Leute neugierig machen können und mobilisieren können, um diese Veranstaltung dann doch in der Summe erfolgreich durchzuführen. Ja, dann hatten wir am ersten Renntag ein wenig Prominenz eingeladen auch. Peter Heidmann, ein Sohn von dem berühmten Walter Heidmann, der ja in den 50er Jahren mit Permit 1953 das größte Trabrennen der Welt gewonnen hatte. Auch Deutschland wurde Fußballweltmeister in die Zeit. Da bekam Deutschland den Kopf ein wenig hoch und die Letter waren voll von diesem Ereignis in Frankreich. Und naja, das war für uns natürlich ein sehr schöner Werbeträger. Auch Hans-Johann Stamm, der war Europameister, der Amateurfahrer und Weltrekordler. Die hatten wir dann hier nach Huxiel gelockt. Und der erste Renntag wurde direkt übertragen von der Sportschau der Nordschau. Axel Storz war hier mit seinem Team. Der hat hier einen sehr schönen Film gedreht von unserem ersten Renntag. Und bis heute ist es uns gelungen, diesen Verein auch am Leben zu halten. Ja, das sind ja schon gleich am ersten Tag ganz viele Highlights. Aber dann sind Sie seit Geburtsstunde des Vereins also auch schon Mitglied? Habe ich so verstanden. Ja, natürlich. Ja. Und auch von hinten mitgeschoben. Ich war von Anfang an, habe ich Verantwortung übernommen mit im Vorstand. Ich bin in den Vorstand gewählt und dann habe ich
Der erste Vorsitzende war Dr. Karl-Heinz Gede. Und als der zurückgetreten ist, kam dann Justus Schmucker vom Gestüthof Heidendom. Er war ja ein ganz erfolgreicher Galopperbesitzer und auch Züchter. Ja. Ist dann leider erkrankt und er war 6 Jahre bei uns Vorsitzender. Und über 7 Legislaturen, also 21 Jahre, die Wahlperiode oder die Amtsperiode sind immer 3 Jahre. Ja. Jetzt war ich 21 Jahre Vorsitzender vom Hochsieder Rennverein und konnte mit meinen Mitstreitern hier bis zu 5 Renntage im Jahr erfolgreich organisieren. Ja. In diesem Jahr gibt es wieder 3 Renntage, auch wieder mit dem beliebten Sonntagsrenntag. Ja. Und glücklicherweise kann ich hier an meinen Nachfolger Immo Müller, dem ich eine glückliche Hand wünsche, einen gut funktionierenden Rennverein, der auch finanziell kerngesund ist. Und wenn wir einmal über die Bahn schauen, was alles investiert worden ist, es sind diverse Sanitärcontainer, die unser eigen sind, es ist alles bezahlt worden, die Bahn ist trainiert worden, die Entwässerung stimmt, es sind Hallen gebaut worden, wir haben einen bahneigenen Schlepper, alles bezahlt, keine Verbindlichkeiten. Und nach außen hin haben wir auch dank unserer hiesigen Presse genießen wir einen hervorragenden Ruf und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, dass wir sehr verlässliche Sponsoren haben, die über fast 30 Jahre viele dieses kulturelle Ereignis stützen, weil es können ja nur die etwas geben oder für die Kultur sorgen, die dazu in der Lage sind. Ja. Und wir sind immer bemüht, vom Hochsieder Rennverein in unserem Sponsorenbereich den Unternehmen und den Sponsoren ein angenehmes Ambiente zu verschaffen. Dort lernt man sich kennen, Geschäftspartner, neue Geschäftspartner werden gefunden. Dann haben wir Prominenz aus Politik und Gesellschaft hier immer am Ort. Das ist eine ganz gute Mischung, die wir im Laufe der Jahre uns da haben einfallen lassen. Sie haben ja jetzt erzählt von Prominenz. Welche Prominenz war schon mal hier? Oh, spontan fällt mir ein, dass, wie gesagt, dieser berühmte Walter Heidmann einmal unser Ehrengast war. Johannes Frömming, der legendäre Johannes Hänschen Frömming, der ja ein weltmännisches Auftreten hatte und in aller Welt, jedenfalls in der Welt der Pferderennen, weltweit bekannt ist, der war hier unser Ehrengast. Dann denke ich daran, dass die Hamburger Reeder, und zwar Herr Eckelmann, der ja mit Eurogate den Hafen im Wesentlichen mit betreibt und betrieben hat und in Bremen stationiert ist, da hatten wir den Club der Hamburger Reeder. Das waren 10, 11 namhafte Hamburger Reedereien, die auf den Weltmeeren aktiv sind. Die sind hier bei uns in den Sulke gestiegen, haben einen Rennpreis mitgebracht, so wie Rickmer Rickmos, der berühmte, und wie gesagt, Herr Eckelmann und Herr Damm von Apenschip. Und ich habe von allen denen noch in guter Erinnerung, die haben ja alle einen Stander mitgebracht. Und hier mit der Firma Turbotechnik waren die auch geschäftlich involviert. Herr Dassler hatte hier einen Rennpreis übernommen und auch diese Rädergruppe hat einen Rennpreis selber mitgebracht. Es hat ihnen sehr viel Spaß gemacht. Ja. Die waren 2 Jahre hier. Dann war ein ganz toller Tag für uns, wie Hans-Heinrich Isenbart, die Stimme der Pferde, der ja sehr viele Fernsehsendungen gemacht hat und ganz erfolgreich den Pferdesport, auch den Reitsport kommentiert, moderiert, dargestellt hat, große Bücher geschrieben hat. Der war bei uns hier zu Gast. Dann Olympiareiter Willi Büsing, der inzwischen über 90 Jahre alt ist, aus Jade. Otto Ammermann, der Europameister der Military. Er war hier, Hermann Dirks aus Meisinnen, hier in der Nähe. Der war Anfang der 50er Kandidat mit der Nationalmannschaft für Helsinki. Da ist er leider nicht zugekommen, aber die Herren kannten sich noch aus früheren Zeiten und da gab es ein sehr schönes Wiedersehen. Auch mit Henry Böhack, dem dienstältesten Präsidenten deutscher Rennvereine. Der war über 40 Jahre Vorsitzender vom Verein für Donauwattrennen, wo ja jährlich 30.000, 40.000 Besucher zugegen sind. Und das war für uns ein Ritterschlag, dass dieser großartige Hans-Heinrich Isenbart hier begeistert von den Renntagen hier in Hochsiel seinen Weg nach Hause antrat. Das war ebenfalls ein Highlight. Ja, dann sind hier gelandet
mit dem Fallschirm ist abgesprungen. Herr Möllemann, der berühmte Herr Möllemann, ja, der ist hier mit dem Fallschirm runtergekommen, den habe ich auf die Erde begleitet. Ja. Hier ist er noch gut angekommen, etwas später hat es ja nicht mehr so geklappt. Dann hatten wir hier die ganze Politikprominenz aus Hannover. Als Oppositionsführer war schon der spätere Bundespräsident Christian Wulff hier zu Gast. Dann als Ministerpräsident und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass, wenn er Bundespräsident geblieben wäre, unser Christian Wulff, dann wäre er als Bundespräsident ganz sicher hier mal nach Hochsiel gekommen. Auch sein Nachfolger war hier als Ministerpräsident, Herr Alistair, McAllister, der war hier zugegen und sehr viele seiner Kabinettskollegen haben die Schirmherrschaft übernommen. Und auch hier unsere Landräte aus dem Kreis Friesland, der Landkreis, fühlt sich auch sehr verbunden mit den Aktivitäten vom Hochsiel Rennverein. Darüber sind wir sehr erfreut. Gibt es denn auch mal irgendwie so was aus dem Nähkästchen zu planen? Gibt es irgendwie witzige Missgeschicke, wo Sie sich immer noch mal gern dran zurückerinnern? Ja, so. Ja, gut. Anfangs mussten wir erstmal für Aufmerksamkeit sorgen hier. Und ich erinnere mich am ersten Renntag. Wer sollte moderieren? Wer kann das? Und das kannte keiner. Es war ja ein Abenteuer. Ich konnte es auch nicht. Hatte ich auch noch nie gemacht. Ach so. Und dann hatten wir ein Ponyrennen und da ließ mein Kollege Heinz-Friedrich Müller vom Traberhof, der Spielmannszug war noch auf dem Geläuf, und der ließ plötzlich die Pony flitzen. Und da kommt da so eine Horde von 12, 14 Ponys auf den Spielmannszug los. Und ich weiß, unser Bürgermeister Andreas Lüken war auf dem Richterturm. Sagt, wir müssen doch hier, da geht doch so. Dann bin ich ans Mikrofon gesprungen. Halt, Fehlstart, Fehlstart. Ja, und das waren die ersten Worte. Und dann war der Bann gebrochen. Ja. Und dann habe ich die Moderation weitergeführt, bis heute, wenn ich nicht gerade mal im Sulki sitzen muss. Und das habe ich immer sehr gern gemacht. Wir haben viel Spaß gehabt. Ja. Und das waren tolle Erlebnisse. Und ich weiß noch, wie wir beratschlagt haben, dann mit unserem ganzen Vorstand. Stell dir mal vor, jetzt, wir haben jetzt hier was angeleiert. Wusste ja auch keiner, ob das was wird, ob überhaupt jemand kommt. Und stellt euch mal vor, da kommt keiner, was machen wir dann? Ja, dann hatten wir uns dann verabredet, da wollten wir uns unter das schwache Publikum mischen, uns dann feststellen, oh, heute haben sie uns aber schön gegriffen. Ja. Aber das ist Gott sei Dank nie dazu gekommen. Die Hochsieler Rennveranstaltung, die strahlen schon aus, weit aus. Wenn wir schon dabei sind, noch ein paar Zahlen. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie viele Besucher hier im Laufe dieser 36 Jahre gewesen sind. Wir hatten ungefähr 450.000 Besucher, 1,5 Millionen Euro an Rennpreisen für die Besitzer und es konnten 3 Millionen Euro an Wettgewinnen an unser wettendes Publikum wieder ausgezahlt werden. Ja. Also das sind ganz tolle Größenordnungen hier. Dann haben wir umgestellt von Handtoto auf Elektron-Toto. Da kann man vorher schon sehen, was es zurückgeben würde, wenn ein bestimmtes Pferd gewinnen würde und so weiter. Und das macht auch dem Publikum sehr viel Spaß. Dazu sind wir bemüht, auch in Schaunummern an das Pferd zu erinnern, an die Zeit vor der Technisierung. Es wird dann angemessen kommentiert und auch dem Laien dargeboten und erklärt, was man alles mit den Pferden auf dem Felde, auf dem Acker, was man alles mit dem Pferd anspannen kann. Denn wie es früher einmal war, auch von Chinggis Khan, und die Welt sehe ohne die Pferde ganz anders aus, wenn man an die großen Kriegszüge denkt. Und das alles, was das Pferd für die Menschen geleistet hat, vom Nahrungsmittel bis zum Zugpferd, auch unter Tage im Kriege und in Friedenszeiten bei der Ernährung als Zugpferd auf dem Acker. Denn davon leben wir, und im Doktorwagen, wenn nachts plötzlich ein Notfall war, ja, da musste das Pferd raus bei Eis und Schnee und dann im Doktorwagen zu den Patienten und so weiter. Also, und wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Erinnerung an das Pferd erhalten bleibt. Und das ist ein gesellschaftlicher Auftrag und auch die Grundlagen dafür, sage ich mal, zu bekommen, dass so etwas zu finanzieren sind.
Das ist die heutige Industriegesellschaft der älteren Gesellschaft, wo das Pferd noch die Kultur zu großen Teilen bestand, einfach schuldig. Und ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht. Und ich habe meinen Dienst daran getan. Und nach 21 Jahren ist es jetzt an der Zeit, to say goodbye. Und das war's. Und jetzt nehme ich meine Melone ab und sage Danke an alle, die uns in diesen langen Jahren so erfolgreich unterstützt haben. Und ich wünsche mir natürlich, dass es so weitergeht. Und irgendwann setze ich die Melone vielleicht mal auch wieder auf. Vielen Dank, Herr Lühring. Bitte, gern geschehen. Die hat über 30.000 Euro gewonnen. Die hat 25 Siege. Wie alt ist die? Die ist jetzt, warte mal, 12, 13. An folgenden Tagen findet hier die von Spannung geladenen Rennen statt. Den 13. August bitte vormerken. Familienrenntag mit zahlreichen Attraktionen. Also, nix wie hin zu Jade-Rennbahn.